Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, auf dem Reaction-Kanal Edles Vibe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Lasst ein Däumchen auf das Video da. Schreibt uns immer gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen wolltet, was wir uns anschauen wollen, sollen. Ex ist natürlich auch mit dabei. Servus. Und denkt dran, Glocke aktiv, macht einen dicken Lörris und gibt in der Info immer über das neueste Video. Leute, nachdem wir gestern so nostalgisch waren, oder ich weiß nicht genau, ob es gestern war, mit Fortschritt, mit dem Fortschritt DDR-Werbefilm, meine Lieben, geht's jetzt rein in die Baumfellarbeiten. Wir werden jetzt Baumfällung extrem bei der Grünland GmbH mit dem Westtech-Feller Truck Fellkran. So ist jedenfalls der Videotitel. Und das Video gibt's natürlich immer, und das Originalvideo gibt's natürlich immer oben verlinkt, gleich in der ersten Zeile. Und ja, wir schauen mal rein. Ich bin sehr gespannt. Wir haben es natürlich noch nicht gesehen. So. Schauen, was uns erwartet. Im Februar 2013 haben wir zum ersten Mal die Firma Grünland in Ostdeutschland besucht, die einen großen Kettenbagger mit hydraulischer Schere für komplexe Hast du schon gestartet, einsetzt. Wenn ich so fragen darf? Ja. Kombination. Bei mir ist gerade nicht. Läuft nicht? Warte. Nein. Warte. So. Ah, und die es zu diesem Zeitpunkt geht? So kein zweites Mal in Deutschland gab. Bei verschiedenen Einsätzen an Straßen und Bahnlinien waren wir für euch mit der Kamera dabei. Mit mehr als 2 Millionen Aufrufen hat sich das Video zu einem regelrechten YouTube-Hit entwickelt. Herzlichen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen, Likes und Kommentare. Obwohl dieses imposante Gespann noch immer im Dienst ist, hat sich in der Zwischenzeit einiges getan, wie uns Markus Reinhold von der Grünland GmbH berichtet. Vor ziemlich genau 7 Jahren haben wir das erste Mal an dieser Maschine gefilmt. Seither hat sich viel verändert. Das eine ist geblieben, wenn du so richtig große Bäume schneidest, dann ist da immer ein gutes Stück Adrenalin im Spiel. Du musst genau wissen, was du machst. Heftig, Alter. Du musst deine Maschine kennen, du musst wissen, wie sie das Stück gerade in der Arbeitshöhe zu schneiden. Oh ja. Und da ist schon ein gutes Stück Erfahrung notwendig. Und du musst ja auch sehen, wo die arbeiten. Ja, das ist schon gut ab. Ja. Ja, was hat sich verändert? Der Wagger hat einen Ölquick-Schnellwechsler bekommen zum schnellen Wechseln der Arbeitsgeräte. Neben der Schere haben wir inzwischen auch einen Sägekopf, um noch größer Durchmesser schneiden zu können. Ah, ich wollte es gerade sagen. Das wäre jetzt so meine erste Frage gewesen. Am Anfang war ja diese Schere und diesen Sägekopf mit dieser Kettensäge, weil ich finde einfach die Schere. Keine Ahnung, hätte ich jetzt effektiver gefunden, weil die Schere macht halt schnippschnapp ab, ne? Und ich glaube auch, eine Schere muss halt weniger oft schärfen, wie so eine Kettensäge. Ja, aber du kannst sie auch nicht überall einsetzen, also von der Stammgröße her. Genau, er hat ja gerade gesagt, der Durchmesser ist da mehr möglich, ne? Okay. Genau. Ja, die Schere schafft nicht so viel Durchmesser. Also quasi oben die Schere, unten dann die Säge. Wir haben eine Teleskopverlängerung, genau. Oh, Alter. Um die 15 Meter nochmal zu verlängern. Und so können wir eigentlich für jeden Einsatz das passende Arbeitsgerät anbauen. Alter! Sehr geil. Gehen aber auch durch wie Butter, ne? Ja, ne, die Ketten müssen immer gut geschafft sein. Aber also, Fakt. So, wir sind auf dem Weg zur nächsten Baustelle. Der Bagger, glaube ich, ist ja soweit ziemlich bekannt, oder das hat der eine oder andere schon mal gesehen. Die Firma Grünland ist aber einfach viel, viel mehr als nur der Bagger, als nur die Baumscheren. Die Firma Grünland, ein ganz wichtiges Standbein ist von jeher, schon seit der Gründung, die Baumpflege. Geil. Und das Baumfällen. Auch schon ganz früh angefangen, so wie es aussieht. Genauso wie für Kommunen und für Städte. Vielleicht auch in mehreren Generationen. Das passiert dann so, dass einfach mehrere Kolonnen im Einsatz sind. Mit die ist ja noch nicht so alt hier. Und da halt Bäume händischer Arbeit gefällt werden. Mensch, auch noch mit Hebebühne Bäume fällen, also Bäume abtragen. Ja. Wenn es ganz kompliziert ist, kommt da hin und wieder auch mal ein Autokran zum Einsatz. Oder wenn überhaupt kein Platz für Technik ist, dann müssen solche Bäume hin und wieder auch geklettert werden. Gucke. Also von dem Job ziehe ich auch meinen Hut, Alter. Da musst du fit sein.
Ja, erstens fit und vor allen Dingen, du musst auch genau wissen, was du machst. Vor allen Dingen stell dir einfach mal vor, 32 Meter Baum, schlecht zugänglich, Baumkletterer drin und der Wind geht mit. Du schneidest mit dem Wind. Das ist, also brutal. Brutal auf jeden Fall. Ist aber auch sehr gefährlich, muss man ja, sagen. Ja, glaube ich. Da haben wir eine große Kettensäge und eine kleine mit dabei. Wir haben dann aus der Erfahrung mit dem Bagger gelernt, dass es halt unheimlich Video läuft bei dir noch, oder? Abzutragen. Ja, ja, alles super. Bäume mechanisiert abzutragen, weil es halt einfach Geschwindigkeit bringt und weil es ein unheimlicher Zugewinn für die Arbeitssicherheit ist. Und hin und wieder setzt man auch mal den Bagger auf Baustellen ein, wo halt nur 10 Bäume zu fällen sind. Dann ist es halt so, dass man da einfach mit dem Tieflader hinfährt. Der wartet vielleicht gleich drauf und dann werden die 10 Bäume abgesetzt und dann geht's halt weiter. Ordentlicher Bagger auf jeden Fall. Auf jeden. Und es entstand dann halt einfach irgendwann der Wunsch, diese kleineren Baustellen und die Einzelbäume da eine Lösung zu haben, dass man diese halt mechanisiert absetzen kann. Jetzt ist am Markt vorhanden und das ist auch weit verbreitet und funktioniert auch gut, die Lösung des Teleskopladers, dass man halt eine selbstfahrende Arbeitsmaschine hat, mit einem Fellkopf montiert von Westech und dort dann die Bäume abträgt. Krass. Bei uns ist es aber einfach aus der Struktur heraus so, dass wir halt wirklich weit verstreut um die Firma im Einsatz sind. Und deshalb war es ganz wichtig und ganz entscheidend, dass wir eine Lösung gesucht haben, die auf einem Schnellläufer basiert. Das heißt, wir wollten einen mobilen Fellkran, schnell von A nach B, der auf einem LKW-Fahrgestell montiert ist, dass wir ohne Einschränkung auf der Autobahn fahren können, dass wir ohne Tieflader von Einsatzort zu Einsatzort kommen, dass wir keine Rüstzeit haben, wo irgendwas vom Tieflader abgeladen werden muss oder aufgeladen werden muss, sondern schnell hinfahren, die Stützen runter und dann losarbeiten zu können. Das war eigentlich die Maßgabe und bei diesem Projekt ist alles um diese Maßgabe herum gebaut und konstruiert worden. Es war dann relativ schnell klar, dass das Ganze ein Ladekran werden muss. Und dann haben wir da so zusammengeschrieben, was man alles so haben möchte. Krass. Und so wie ich glaube, ist da schon eine sehr interessante Lösung daraus entstanden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, sehr geil. Die haben sich quasi einen eigenen LKW bauen lassen, oder wie? Ja, so wie ich das jetzt verstanden habe. Keine schlechte Sache. Ne? Ich meine, klar, was er gesagt hat, ergibt absolut Sinn. Ne? Also ein LKW ist schnell von der Fahrzeit, ne? Er ist mobil, er mit Aufrüstzeiten, Abrüstzeiten, wenn du immer mit dem Tieflader irgendwo hin eiern musst, du hast immer Probleme mit, kommst du da lang oder ist es, wie gesagt, du musst auf den Tieflader beladen, du musst sichern, du musst entladen und so weiter und so fort, du hast immer mehrere Maschinen im Einsatz. Dadurch auch mehrere Mitarbeiter. Das Ding hier kann, denke ich, eine Einzelperson bedienen und du hast halt alles dabei. Ja, ich sag mal, zwei wären schon von Vorteil, alleine schon vom Arbeitssicherheitsaspekt her. Aber du bist halt wirklich beweglicher, ne? Du bist halt schneller von A nach B. Also da lohnt sich halt dann wahrscheinlich auch eher, sich sowas bauen zu lassen und ein paar Euro mehr auszugeben. Also das lohnt sich also hinten raus dann auf jeden Fall. Ja. Zum Fällen kommt eine Greifersäge zum Einsatz. Der Woodcracker hat ja auch einen Ausleger. CS580 vom österreichischen Hersteller Westtech. Zum Schneiden braucht man viel Gefühl, damit sich das Schwert nicht verklemmt. Der Fahrer muss das Gewicht der Teilstücke gut abschätzen, um den Kran nicht zu überfordern. Auch bei diesem Einsatz leistet der neue Fellkran wertvolle Dienste. Mir war es extrem wichtig, dass der Kran nicht wie üblich hinter der Kabine sitzt, sondern am Heck vom Fahrzeug, damit wir nach hinten freien Arbeitsradius haben, freien Arbeitsraum haben, wo wir arbeiten können. Und das dann alles so umzusetzen mit Krangröße und kompaktem Fahrgestell hat sich dann schon als eher schwierig herausgestellt, weil halt nicht alle Wünsche so umzusetzen waren. Und was das Fahrzeug halt auszeichnet und was ganz wichtig ist, wir haben auf der Rückseite vom Kran keinen Schwenkradius. Das heißt, wir können bei halbseitiger Sperrung auf der Straße arbeiten oder direkt an einer Hauswand und das macht für uns die Sache sehr rund. Ja, geil. Also kein Schwenkradius heißt, dass das kein Ausleger nach hinten ist, ne? Ja, genau so ist es.
hin, wenn man so ein Fahrzeug baut. Hier ist gebaut worden extra. Krass. Sachen, das geht nicht und das funktioniert nicht. Zum Schluss habe ich dann über Umwege die Firma Kvöllner aus Österreich kennengelernt und wir haben dann zusammen das Projekt umgesetzt und ich denke, es ist doch was ganz Gutes draus geworden. Da muss auch Eier haben. Auf jeden Fall. Also im Prinzip ist er ja auch in dem Sinne mit der Bauvariante von dem LKW so eine Art Vorreiter, oder? Ja, ja. Also da musst du musst auch einfach die Eier haben, so eine komplett neue Maschine, die es überhaupt nicht auf dem Markt gibt, dir bauen zu lassen für Schweinegeld, ne? Ja. Dass sie dann auch gescheit funktioniert. Also die Firma muss echt Spezialist sein und du als Firmeninhaber, der so ein Ding ordert, der muss auch wirklich an jedes Detail gedacht haben, ne? Ja, natürlich. Ich denke mal auch, wird sehr viel in Zusammenarbeit mit einem Kollegen, Angestellten gewesen sein. Ja. Ich bin halt immer direkt an der Materie. Ja, ist schön, sehr krass. Eine typische Baustelle für Privatkunden. Tragen wir hier eine Fichte ab. Würde mich interessieren, was das kostet. Nichts Spannendes, aber auch hier zeigt sich halt die Vorteile vom Fahrgestell. Schnell hinfahren, kann man zu mir schnell kommen. Arbeiten, schnell wegfahren, das ist eigentlich so unser Motto. Okay. Ja, er trägt jetzt den Baum ab, die Äste werden dann hier gehäckselt und ich denke, dann geht es schon weiter auf die nächste Baustelle. Ja. Zack, es liegt das Ding da. Auf jeden Fall. Gleich der Häcksler mit. Das abgetragene Holz wird mit der Motorsäge zerkleinert und an Ort und Stelle zu Hackschnitzeln verarbeitet oder auf einem Lagerplatz für den Großhacker gesammelt. Gleichzeitig bringt der Fahrer den Kran in Transportstellung. Dazu wird der Fellkopf seitlich verschwenkt und auf der Ladefläche abgelegt. Bombe. Das dreiachsige Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht von 24 Tonnen und ist voll autobahntauglich. So spielt es keine Rolle, wie weit die einzelnen Lenkachse Aufträge hinten auseinanderliegen. Mhm. Schwerpunktmäßig bedient Grünland Kunden im Umkreis von 100 Kilometern rund um seinen Firmensitz in Bernsdorf. Während die Maschine zum nächsten Einsatz fährt, nutzen wir die Zeit, um einen Blick auf die anderen Tätigkeiten der Firma zu werfen. Zum Portfolio zählen die Trassenpflege für Energieversorger, die Pflege von Grünflächen und der Wegebau. Sag mal, die machen aber auch alles. Oder ja, also viel. Zum Forstmulchen und Bodenfräsen kommen große Fendt-Traktoren mit Rückfahreinrichtung zu. Ah, da sind wir wieder beim Thema, große Fendt-Traktoren. Einsatz. Ein Geschäftsbereich, in dem das Unternehmen seit über 20 Jahren aktiv ist. Klasse, finde ich geil. Also ich finde, ein Unternehmen, was so modern ist und so viel auch auf neue Technik, innovative Technik halt setzt, gerade hier mit so einem Roboter mal auch, das finde ich klasse, muss ich echt sagen. Aber dafür muss das Unternehmen natürlich gut laufen. Ne? Ja, und vor allen Dingen musst du auch einen Sinn dafür haben, dich weiterzuentwickeln. Bei Grünland legt man großen Wert auf geschlossene Betriebskreisläufe. So wird die anfallende Biomasse in der eigenen Hackschnitzelheizung verfeuert oder zu wertvollem Kompost veredelt. Oh, guck dir das an, herrlich. Oh, würdest du gleich hingehen, würdest du gleich mal. Okay. Jens! Jens Holzhacker! Ja. Auch mit komplexen Problemstellungen ist man bei Grünland gut aufgehoben. Ein eindrucksvolles Beispiel ist diese Rodung am Ufer eines Hafenbeckens, die wir mit unseren Kameras begleiten durften. Wahnsinn! Weil die Böschung von hinten verbaut ist, wurde der große Bagger kurzerhand auf eine schwimmende Plattform verladen und verrichtet seine Arbeit vom Wasser aus. Da wird mit der Handfeile die Kettensäge geschärft, ne? Bitte? Ja, ne. Du hast ein richtiger Baufäller. Zurück zu unserem LKW-Fällkran, nicht immer kleines Schärfgerät mit bei, der inzwischen an der nächsten Baustelle arbeitet. Ja. Wieder mal hier im Hintergrund ein klassisches Beispiel. Extrem eng, extrem wenig Platz. Für den LKW ist sicher eine einfache Aufgabe. Händig wäre es extrem aufwendig. Das wäre dann nur mit Hebebühne oder mit Klettertechnik möglich. Abgeschnitten und weggehoben halt, ne? Fertig. Das ist schön geil. Hättest du es mit der Hand gemacht, hättest du erstmal überlegen müssen, wo lässt du hinfallen. Das ist schön geil. Die Jungs können mal zu mir kommen, ich hab zwei davon. Klasse, ey, muss man echt sagen. Wie wir gerade gesehen haben, standardmäßig ist diese Westech-Greifersäge angebaut. Damit schneiden wir Bäume bis 58 cm. Und halt besonders, wir können diese
stehend entnehmen. Das heißt, es fällt nichts nach unten, es pendelt nichts nach unten, sondern so wie der Ast am Baum steht, so nehmen wir ihn weg und können ihn sicher an den gegebenen Platz ablegen. Der Kran hat in dieser Konfiguration mit dem Feldgreifer 19 Meter Reichweite. Oh ja. Bei 19 Meter heben wir noch eine Tonne, was das Ganze schon sehr angenehm macht, weil einfach immer genügend Hubkraft da ist. Ich würde gerade sagen, eine Tonne auf voll vollem Ausleger ist schon nicht schlecht. Das ist schön immens. Dann haben wir die Möglichkeit, den Fellkopf abzubauen und einen sogenannten Flightchip anzubauen. Und damit können wir dann die Reichweite auf 24 Meter erweitern. Oh, guck dir das an. Oh. Alter, was ist denn das für ein Ausleger? 24 Meter, ich hau mich weg. Beeindruckend. Das ist Wahnsinn. Ja, Hecke schneiden wir anders, ne? Ja. Ja, wir stehen vor dem Fahrzeug. Ich denke, man sieht ganz gut die pfeilförmige Abstützung. Die brauchen wir, damit wir 360 Grad um die Maschine voll Hubkraft haben. Auch eine Sache, die halt nicht so ganz einfach war. Ich würde sagen, das alles in dem LKW unterzubringen. Die haben einfach einen Fellkopf an einen Kran gebaut. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ich habe es für dieses Video extra nochmal nachgeschaut auf meinem Telefon. Im Dezember 2017 habe ich so die ersten Kranbilder gefunden. Da war das dann schon so im Gange, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie soll das aussehen, wie soll das werden. Und im Januar 2019 ist die Maschine in den Bau gegangen. Da sieht man einfach, wie lange das gedauert hat, bis man alle Komponenten zusammen hat, bis man mit den verschiedenen Firmen gesprochen hat, bis man das so dann die Schaltpläne aufgebaut hat, bis dann wirklich alles so am Funktionieren war. Schon alleine die Situation oder die Tatsache, dass wir den Fellkopf am Kran lassen können für den Transport, das hat schon viele, viele graue Haare gekostet, bis das soweit war. Zum Schluss hat alles gut funktioniert. An der Stelle da auch einen großen Dank an die ganzen Beteiligten, die da mitgewirkt haben, weil es wirklich für uns ein sehr effektives Fahrzeug draus geworden ist. Wie schon gerade gesagt, die Transportstellung ist ganz wichtig. Das hat sich jetzt auch noch nach einem knappen Jahr im Einsatz hat sich das dann auch gezeigt, dass es halt ein entscheidender Vorteil ist, wenn wir einfach auf die Baustelle fahren können, aufbauen, abstützen und losarbeiten, ohne dass irgendwas montiert werden muss, ohne dass irgendwas vom Tieflader abgeladen werden muss. Das ist aus meiner Sicht der größte Vorteil von dem ganzen Fahrzeugkonzept, dass man damit einfach, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten spart. Über den Tag verteilt sind das dann 1, 2, 3 Mal und das summiert sich dann zusammen. Und so ist die Maschine jetzt fast ein Jahr im Einsatz und es hat eigentlich alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Der hat jetzt nicht ernsthaft das Ding auf einer Wiese abgestützt. Also gut, das geht nicht anders, aber der will mir doch jetzt nicht erzählen, dass er also wenn der das auf meiner Wiese im Garten abstützt, steht das Ding nicht lange, das sagt er gleich. Bei dem Boden. Nee, weil das einfach scheiß Boden ist, weißt du wie? Ja, du musst halt vorher schön gucken und reden, sag ich mal, mit den Leuten, die da ein bisschen zurecht sind, ob der Untergrund geht. Ne? Ich meine, gut, wenn du jetzt nicht hier mit 24 Meter Ausleger bis sonst wohin willst, ne, dann brauchst du auch nicht viel Abstützung, wenn das da gleich nebenan steht. Aber auf einer Wiese? Respekt. Gut, wenn es nicht anders geht. Im Westtech-Produktline-Up so ein bisschen auskennt, wird diverse Teile wiedererkennen. Das ist ja im Grunde wie Lego, dass wir da einfach verschiedene Komponenten zusammengesetzt haben. Was neu ist, ist die Kinematik, die da zwischen Rotator und Greifer verbaut ist, die wir einfach brauchen, um den Kopf wie eine Baggerkinematik zu neigen. Ja, ansonsten habt ihr ja alle die Maschine jetzt im Einsatz gesehen. Wir sind sehr zufrieden und schauen wir mal, was da in Zukunft noch so kommt. Einfach Wahnsinn. Die Firma Grünland aus Sachsen. Ein professioneller Dienstleister im grünen Bereich, nicht nur wenn es um anspruchsvolle Baumfällungen geht. Wer sich diesen einzigartigen Fellkran einmal selbst in Aktion ansehen möchte, der kann sich mit Markus Reinhold in Verbindung setzen. Seine Kontaktdaten und alle Infos zu den Dienstleistungen der Grünland GmbH findet ihr online auf der Website des Aber gucken wir, wie es wieder rausfällt. Wir hoffen, dass euch diese Reportage passend zur Jahreszeit gefallen hat. Natürlich freuen wir uns über jedes Feedback. Schreibt eure Meinung, Wünsche und Anregungen in die Kommentare. Also was ich sehr, sehr gut finde. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt. Was ich sehr, 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 sehr gut finde, ist diesen Kreislauf. Dass die quasi die Sachen, die fällen dort. Ich meine, klar, nicht jeder hat Verwendung dafür.
für den gefällten Baum und so weiter, für das Holz. Und dass das halt an Ort und Stelle gehäckselt wird, dass es mitgenommen wird, dass es einen eigenen Bio-Dings oder hier Hackschnitzelverbrennungsanlage da zu Energie umgewandelt wird, beziehungsweise halt hochwertiger Kompost daraus entsteht. Also klar ist das für das Unternehmen extrem sinnvoll und logisch, diese Sachen, die sie ja, man muss ja so sehen, die kommen dorthin, die fällen den Baum, die kriegen das Baumfällen bezahlt, die können das Material noch mitnehmen und können es nochmal zu Geld verarbeiten. Ja. Also das macht schon extrem Sinn, aber ich finde es auch gut, dass es gemacht wird. Das ist halt das. Ne? Und nicht irgendwo verrottet. Wollte ich gerade sagen, es wird halt von Anfang bis Ende komplett aufgebraucht, das Ganze. Ne? Schön. Das ist schon sehr, sehr gut. Sehr und vor allen Dingen, was hier wirklich auch sehr, sehr schön ist, die Arbeitssicherheit, weil ich halt auch damit auch so meine Erfahrungen gemacht im in jugendlichen Jahren. Und also das ist ja phänomenal. Also die Arbeitssicherheit für die Bäume fällen, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Na gut, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir waren mal bei Baumfällern extrem unterwegs und sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst das Däumchen da, wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss. Ciao.